Aber vielleicht haben Sie auch schon von Erscheinungen wie Lot, Mini-Lot, Micro-Lot gehört. Darauf will ich jetzt mal eingehen. Was bedeutet das eigentlich? Womit hängt das zusammen? Also am Forex-Markt ist es üblich, in Ein-Lot-Einheiten zu handeln, oder besser gesagt, in 100K, das sind 100.000 der jeweiligen Zielwährung. Also ein Lot ist zum Beispiel, oder sind zum Beispiel 100.000 US-Dollar. Das ist eine relativ gängige Größe, weil Sie sehen auch hier weiter unten, man handelt ja im Prinzip nach Kommastellen bei den Währungspaaren. Und der Lot oder das Lot ist im Prinzip die gängigste Größe, um am Forex-Markt aktiv zu sein. Das heißt, mit einem Lot bewegen Sie 100.000 Einheiten, 100.000 Euro, 100.000 US-Dollar, je nachdem, in welcher Währung Ihr Account läuft. Grundsätzlich, Währung läuft und welches Währungspaar Sie auch wiederum handeln. Ein Lot, wie gesagt, 100.000, es gibt die Möglichkeit, und das ist auch eine sehr, sehr schöne Finesse am Forex-Markt, im Sinne des Risikomanagements ist es natürlich zweckmäßig, je nach Kontogröße entsprechende Volumina zu handeln. Und es macht wenig Sinn, mit einem übersichtlichen Konto hier so weit in den Markt einzusteigen, dass Sie 5 oder 10 Lots handeln, um am Markt praktisch partizipieren zu können. Ist es auch möglich, mit kleineren Kontogrößen diese Standard-Lot, so heißt sie, auch zu unterteilen. Die meisten Broker bieten das mittlerweile an, das heißt, Sie können auch hier den Mini-Lot handeln, das sind dann nur 10.000 Einheiten oder sogar den Micro-Lot, da haben Sie es mit 1.000 Einheiten zu tun. Also hier überschaubare Handelsgrößen, um auch das richtige Money- und Risk-Management anzuwenden, um hier nicht Gefahr zu laufen, überhebelt, überkapitalisiert hier in den Währungsmarkt einzusteigen. Die einzelnen Lots, wie gesagt, wichtig, Mini-Lot, Micro-Lot, Lot, einfach mal wissen, das sind die Handelseinheiten. Und dies wiederum wirkt sich natürlich entsprechend auf den Währungshandel auf, wenn Sie hier den Markt bewegen oder Long- oder Short-Traden. Die Begrifflichkeit Pips steht praktisch für Punkte am Währungsmarkt, für die Bewegung, für die Nachkommastellen. Und üblicherweise handeln Sie bei den klassischen Währungspaaren in US-Dollar die vierte Nachkommastelle, die heißt Pip. Das ist der Pip, der eine Punkt. Und wenn es von 1,10 auf 1,1150 zum Beispiel geht, dann hat sich Euro-US-Dollar beispielsweise 150 Pips bewegt. Bei Yen-Pairs oder auch ungarischer Fonds, also bei exotischeren Pairs, gibt es dann praktisch hier auch aufgrund natürlich der Währungen hier praktisch die dreistelligen Ziffern. Da ist es dann so, dass der Pip die zweite Nachkommastelle ist. Hier Beispiel Euro-Yen zum Beispiel 125 auf 126,50 wären dann auch 150 Pips. Kleine Unterscheidung, dass, wie gesagt, wenn Sie sich die Währungspaare mal anschauen, relativ schnell zu erfassen, welche Währungspaare die vierte Nachkommastelle als PIP haben und welche die zweite. Das aber, wie gesagt, als Unterscheidung einfach, was es da so gibt. Und hier unten, ganz interessant, gibt es nämlich noch das 1/10-PIP, sozusagen die Pipette. Wie bei der Tankstelle, Sie kennen es, gibt es ja praktisch noch so eine kleine extra Ziffer und das ist beim Forex-Markt dann sozusagen die fünfte Nachkommastelle. Ja, die gibt es, die gab es früher auch nicht bei jedem Broker, das heißt, es war auch sehr eingeschränkt, da eine gewisse Transparenz zu erzeugen. Aber diese fünfte Nachkommastelle ist ganz entscheidend. Warum, das schauen wir uns gleich an. Denn hier wird praktisch auch natürlich ein Handel vollzogen und in der fünften Nachkommastelle, spielt sich sogar auch in der sechsten ab, ist es aber wichtig zu wissen, wo sich das Ganze bewegt. Zu den Lots und Pips generell noch eine Bewegung. Klassischerweise am Forex-Markt wird als Big Figure bezeichnet, wenn sie denn 100 Pips macht. Und 100 Pips ist schon eine exorbitante Bewegung. Wenn man zum Beispiel eben einen Lot handelt und das Ganze bewegt sich 100 Pips, da geht es richtig zur Sache im Account. Und das schauen wir uns gleich im Nachgang auch nochmal an. Jetzt will ich aber kurz mal auf die fünfte Nachkommastelle eingehen. Das ist praktisch diese hier eben, die fünfte Nachkommastelle. Ja. Die früher nicht bei jedem Broker zu sehen war, mittlerweile taucht sie aber doch auf. Und da wird es ganz wichtig oder ist ganz interessant, dass es hier natürlich um eine Preisfixierung geht, die Sie auch sehen und auch sehen sollten als Händler. Wir als JFD Brokers, ich sagte es eingangs, wir bieten Ihnen den direkten Marktzugang zum Interbankenmarkt, was zur Folge hat, dass Sie hier auf der fünften Nachkommastelle praktisch den Unterschied zwischen Bid und Ask sehen, also die Spanne zwischen An- und Verkaufspreis. Und Sie sehen, wenn man nur 4 Kommastellen hätte, dann würde der Preis praktisch gleich aussehen. Aufgrund der fünften Nachkommastelle sehen Sie die kleine Differenz. Am Beispiel 0,3 Pips ist praktisch hier die Handelsspanne, die Handelsgebühr, die praktisch entsteht, wenn Sie sozusagen das Währungspaar Long oder Short traden, ist es genau die Handelsspanne, die Sie hier haben. In der London und New York Session bewegen wir uns aktuell zwischen 0,2 und 0,3 Pips. Das heißt, der Interbankenmarkt gibt diese Preise durch. Vorm Schweizer Franken-Crash letztes Jahr im Januar waren wir hier sogar in der Region 0,1.
während der aktiven Londoner New Yorker Session. Erinnern Sie sich an die Eingangsfolie, da finden praktisch die aktiven Handelsgeschäfte statt. Londoner Session, New Yorker Session, und da ist es so, dass hier die Pips, wie gesagt, in dieser Spanne unterwegs sind, oder besser gesagt auch die Pipette, und das eben 0, Pips sind. Darauf gibt es übrigens auch noch einen Spezialvortrag am Sonntag, wie Sie mit den Core Spreads, Raw Spreads eigentlich tatsächlich am Devisenmarkt einen Vorteil für sich erzielen, beziehungsweise am Devisenmarkt auch dadurch eine bessere Performance erreichen, wenn Sie mit fairen und realen Core und Raw Spreads handeln. Das hat einen massiven Einfluss auf Ihre Handelsgeschäfte, sicherlich nicht kurzfristig, aber wenn Sie am Markt mehrere Jahre aktiv sind, dann wirkt sich das enorm aus, ob Sie eben hier zum Beispiel 0, Pips als Spread haben oder ob Sie tatsächlich hier im 1-2 PIP-Bereich unterwegs sind. Das wirkt sich langfristig enorm aus. Dazu, wie gesagt, am Wochenende mehr. Was wir hier haben, ist so, dass ich Ihnen mal einen Screenshot von einem anderen Broker reingesetzt habe, älterer Natur. Sie sehen, hier fehlt die fünfte Kommastelle. Ja, die ist nicht da. Und dann haben wir es hier mit einem Spread zugegebenerweise älterer Zeit, aber mit einem Spread von ganzen 3 PIPs zu tun. Und mit Verlaub, das ist fast schon unverschämt. Wie Sie gerade gesehen haben, der Interbankenspread bewegt sich bei 0,3 Pip. Und es gibt Broker, die 3 Pip als Spread angeben. Und mit Verlaub, meine lieben Zuschauer, das ist natürlich fern jeglicher Realität. Und genau diese ungerechtfertigte Spread-Ausdehnung ist das, was der Broker unterm Strich verdient, wenn er nicht mit Ihnen fair handelt. Und überprüfen Sie das mal, ob Ihr Broker tatsächlich eben in dem Bereich Core und Raw Spreads unterwegs ist. Falls nicht, wenn Sie Euro-US-Dollar als Beispiel hier handeln mit über 1,52 Pips, dann sollten Sie mal in Frage stellen, was da eigentlich der reale Interbankenpreis ist. Zudem gibt es auch noch Broker, die hier die Möglichkeit haben, hier sozusagen eine Art Toleranzschwelle einzubauen, mit Ihrer Orderabfrage eine gewisse Pip-Abweichung zuzulassen. Also ich rede hier nicht über Pipetten, also nicht 0-Komma-Bereiche, sondern Pip-Bereiche. Und da kann man hier beispielsweise einstellen 3 Pips. Das heißt, der Broker gibt indirekt noch die Botschaft, ja, wir haben zwar so einen großen Spread, aber Sie erlauben uns auch diese Spread-Ausdehnung nochmal bis zu 3 Pips durchzuführen. Und das, meine lieben Zuschauer, ist absolut intransparent, absolut unfair und letztlich ein ganz klarer Nachteil für den Kunden. Immer wieder mal durch den Kopf gehen lassen. Und wie gesagt, am Sonntag werden wir da noch ein Stück weiter aufklären. Schauen Sie sich das ruhig an. Das wird sicherlich spannend. Aber das mal zur Erläuterung zu den Core Spreads, die eben hier maßgeblichen Einfluss am Forex-Markt auch haben. Warum wichtig? Sie sehen es hier, dass es den Unterschied macht in Sachen Ausführungen. Prüfen Sie doch mal, welchen Spread Sie handeln. Und ich zeige Ihnen neben Euro-US-Dollar jetzt mal hier die anderen Spreads der Währungspaare, die hier mit den geringsten Spreads daherkommen. Und auch hier sehen Sie, dass wir uns nicht im 1-Pip-Bereich bewegen, sondern im Dezimalbereich 0, Pips. Also auch hier im Pipettenbereich, hier wieder Euro-US-Dollar beispielsweise hier im Februar in der ersten Handelswoche 0,28 Pips. Wie gesagt, es schwankt. Es kann 0,18 sein, 0,28. In der Regel sind wir zwischen 0,2 und 0,3. Nicht wir, sondern der Interbankenmarkt, weil JFD Brokers als Agenturmodell stellt praktisch die Schnittstelle zwischen Interbankenmarkt und Ihnen als Kunden her. Und das Einzige, was wir praktisch verdienen, ist die Handelskommission und nicht noch so einen Spread-Türk, praktisch hier Ihnen da einfach oben was draufzuschlagen. Und das sind sozusagen mal Spreads, die Sie mal auf sich wirken lassen sollten, wenn Sie eben am Forex-Markt schon aktiv sind oder sich für den Forex-Markt interessieren. Dann sehen Sie hier definitive Unterschiede, wenn Sie mal bei anderen Brokern schauen, wie da die Pips aufgestellt sind. Ganz interessant, wie ich finde. Ein Vergleich, der auch definitiv sich lohnt und auszahlt für Sie. Die Frage ist natürlich, warum kann JFD solche Preise bieten? Ja, das kann ich Ihnen sagen. Wir haben einen großen Liquiditätspool. Ja, Liquiditätspool ist praktisch das, was JFD tut, wenn der Preis kommt und die Preisanfrage in den Interbankenmarkt steckt. Sie sehen, es sind alle großen Banken dabei und auch plus diverse Hedgefonds, die hier die Preisstellung fixieren in den Markt. Und hier ist es natürlich so, je größer der Pool, desto besser der Preis, den der Kunde bekommt. Denn wir haben eben DMA, STP, also direkten Marktzugang und direkte Ausführung und immer die Möglichkeit, hier den besten Preis Ihnen zu bieten. Und der wird gesucht aus diesem Interbankenpool. Dazu am Sonntag, wie gesagt, mehr. Aber das ist der Grund, warum JFD Brokers auch hier natürlich am Forex-Markt die besten Preise gibt, weil das die Interbankpreise sind mit dem größten Liquiditätspool. Schauen Sie auch hier mal bei Ihrem Broker nach, wie viele Banken im Interbankenpool denn angeschlossen sind. In der Regel sind es 5, 6 Banken, vielleicht 7, aber keine 19 bis 20. Das ist schon ein exorbitanter Unterschied. Gut, zu den Core Spreads haben wir jetzt sozusagen einen Einblick geliefert. Jetzt schauen wir nochmal auf die Lots und Pips.
Hier sehen Sie, wie gesagt, die Staffelung nochmal, Lot, Minilot, Mikrolot und ein PIP-Wert, also der einzelne Wert, ohne es zu kompliziert zu machen, das ist praktisch die Feinheit des Tradings. Der PIP-Wert schwankt natürlich auch. Beispiel des PIP-Wertes in Euro-US-Dollar. Der PIP-Wert selber wird immer beeinflusst durch die Handelsmenge, sehen Sie gleich, die Kontowährung und die PIP-Stelle sowie natürlich die Währungsparität. 1,00 wäre praktisch der Gleichschritt der Währung. Ist sie drüber, ist es eine Aufwertung, ist sie drunter, ist es eine Abwertung gegenüber. Und der einzelne Euro-US-Dollar-PIP-Wert, der lässt sich natürlich auch berechnen und der schwankt auch von Tag zu Tag. Also das heißt, wir haben ja vorhin gesehen, ein PIP ist praktisch die vierte Nachkommastelle. Und bei einem vollen Lot, wenn Sie das volle Lot handeln, bewegt sich Ihr Konto um 9 Euro. Rund 9,08 Euro. Aber das heißt, wenn Sie einen Lot handeln, ist der Wert eines PIPs rund 9 Euro. Handeln Sie den Minilot, ist der Wert eines PIPs 0,91, wird dann aufgerundet, im Mikrolot 0,09 Cent. Das heißt, Sie sehen hier die sehr schöne Staffelung, dass Sie natürlich durch die Einstellungsmöglichkeit der Lots und PIPs Ihr Risiko- und Riskmanagement hervorragend kontrollieren können und damit natürlich mit einem Skalpell am Markt arbeiten können und hier natürlich Risiko reduziert agieren können, ohne natürlich nur die großen Sizes zu handeln. Weil zugegebenermaßen, wie gesagt, wenn sich hier etwas wenn Sie volle Lots handeln und es bewegt sich 100 Pips, da sind Sie mal knapp 900 bis 1000 Euro in der Bewegung im Konto. Und das ist natürlich eine enorm große Schwankungsbreite, die Sie mit der Staffelung Mini- und Mikrolots hier natürlich sehr gut managen können. Wenn wir von Lots und Pips und Handelsschwankungen sprechen, dann müssen wir jetzt auch auf einen Punkt eingehen, der nicht uninteressant für den Forex-Markt ist. Denn wir sprechen hier von Leverage, den Hebel der vierten, fünften Nachkommastelle des Forex-Marktes. Es ist nämlich so, dass wenn Sie eben den Euro-US-Dollar beispielsweise handeln und hier die vierte Kommastelle oder die fünfte, hat das natürlich einen Hintergrund, dass Sie hier auch mit einem gewissen Hebel an den Markt gehen können. Beispiel 1 zu 100 bedeutet eben, dass der Einsatz verhundertfacht wird, was aber am Forex-Markt völlig üblich ist, da Sie praktisch hier nicht nur, dass der Markt sehr, sehr groß ist, Billionen groß, wie wir nachher auch sehen werden, aber Sie müssen natürlich mit einem Hebel arbeiten, um auch die vierte Nachkommastelle überhaupt bewegen zu können im Währungspaar. Und hier ist es sozusagen so, dann, dass Sie, wenn Sie mit einem Hebel von 1 zu 100 handeln, man praktisch nur 1% von der Summe, die man handeln will, hinterlegen muss beim Broker. Man nennt das sozusagen Margin, eine Art Margin-Sicherheitsleistung, die Sie praktisch hinterlegen, um dann entsprechend am Markt diese hundertfache Summe zu handeln. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Lot, also 100.000 Einheiten bzw. US-Dollar-Euro handeln, welche Summe muss dafür notwendig sein bzw. aufgebracht werden als Sicherheitsleistung? Relativ einfache Mathematik, es sind 1.000 US-Dollar in dem Fall, wenn wir den US-Dollar als Einheitswährung haben. Das heißt natürlich, um 100.000 Euro zu bewegen, müssen Sie nur 1.000 Euro hinterlegen, was dazu führt, dass Sie natürlich einen Vorteil haben, mit diesem Hebel Ihr Konto exorbitant zu bewegen. Ja, also hier steigt der Preis somit um 100 Pips, wie wir vorhin auch beim PIP-Wert gesehen haben, kann man praktisch seinen Einsatz, die Sicherheitsleistung, die Sie hinterlegt haben, die 1.000 Euro, praktisch verdoppeln. Das heißt, mit der Sicherheitsleistung ein Lot, 10 Dollar rund oder 9 mal 100 Pips, sind dann praktisch 1.000 Euro Profit mit einem Einsatz von 1.000 Euro. Das klingt erstmal sehr spannend und sagt, meine Güte, hier ist ja wirklich enormes Gewinnpotenzial möglich. Ja, allerdings, der Hebel geht natürlich auch nach hinten los. Ja? Also wenn Sie natürlich die Margen hinterlegen und Sie fahren keinen 100 Pips Profit ein, sondern einen 100 Pip Verlust, dann geht die Zahl nach hinten los und dann sind Sie mal schnell 1.000 Euro los. Das heißt, man muss hier das Money- und Riskmanagement, wie überhaupt beim Trading, natürlich in höchster Finesse beachten und behandeln und hier natürlich auch nicht überhebeln. Denn mit diesem Hebel oder mit der Hebeleinstellung 1 zu 100 ist eine Basis. Es gibt Broker, die bieten bis zu 1 zu 800 an, was fast schon unvernünftig ist. Mit so einem Hebel kann man, wie gesagt, auch sein Konto vernichten. Sprich, man hat damit die Möglichkeiten, auch sein Risikomanagement so ein Stück weit zu beeinflussen. Und wenn der Hebel so exorbitant hoch ist, dann ist man häufiger geneigt, zu viel zu riskieren. Deswegen Obacht. Der Hebel ist, wie gesagt, elementar für das Risk- und Money-Management. Insofern auch hier aufpassen, dass Sie nie überhebelt am Forex-Markt agieren.